So, bevor das Video jetzt beginnt, muss ich davon noch kurz sagen, vor einer Stunde ungefähr hat GameStar genau das gleiche Video hochgeladen, was ich auch hochladen wollte. Natürlich ist der Inhalt natürlich anders, aber ich wollte nur sagen, ich habe die Idee nicht geklaut oder so, die ist mir schon vor 3 oder 4 Tagen gekommen und ich denke, das werdet ihr auch am Video auch sehen, dass man das nicht einfach in einer Stunde oder so machen kann. Auf jeden Fall ein bisschen blöd gelaufen, dass die das vor mir hochgeladen haben, ist denke ich aber kein Problem, von daher viel Spaß mit dem Video. Film ab. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um meine Wünsche für das nächste Assassin's Creed. Das soll ja in Ägypten spielen und den Arbeitstitel Empire haben. Und ich glaube, da sind auch schon einige Infos draußen, die ich mir allerdings noch nicht so wirklich angeguckt habe. Und deshalb sage ich euch jetzt einfach meine Vorstellungen für Assassin's Creed 2017. Dazu muss ich sagen, Assassin's Creed Unity hat mich hierbei sehr inspiriert, da dieses Spiel viele Teile hat, die mir sehr, sehr gut gefallen. Zudem auch noch, dass die Punkte nicht nach Wichtigkeit sortiert sind, sondern einfach aus einer Liste stammen, die ich mir aufgeschrieben habe und ich zähle die einfach auf. Also die Reihenfolge spielt hierbei keine Rolle. Beginnen wir jetzt also auch. Punkt 1 ist Online-Modus. Ja, damit meine ich Koop-Missionen und Überfälle, also wie bei Assassin's Creed Unity. Bei diesen Koop-Missionen war es immer so, dass man kleinere Geschichten zusammen durchspielen konnte und bei den Überfällen musste man halt bestimmte Gebäude oder Orte infiltrieren und dort Dinge stehlen, was auch immer richtig viel Spaß gemacht hat mit Freunden. Genau, und dann habe ich mir noch einen weiteren Punkt überlegt, und zwar Challenges. Damit meine ich Online-Wettrennen oder gemeinsam gegen Wellen kämpfen, was ich mir bei Assassin's Creed sehr, sehr gut vorstellen könnte. Das heißt, die Gegnerstufe ist da ein bisschen höher und da kommen dann wirklich richtig, richtig viele Gegner und man muss die halt gemeinsam bezwingen. Das stelle ich mir so unter Challenges vor, da geht natürlich bestimmt noch viel, viel mehr. Falls ihr da irgendwelche coolen Ideen habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. So, der zweite Punkt ist auch aus Assassin's Creed Unity und zwar Individualisierung. Dann meine ich viele Waffen, also von Langwaffen über Einhandwaffen bis zu Äxten und was weiß ich, also alles, was es davor auch gab. Und dann natürlich noch die Kleidung, das heißt, man kann Kopf, Brust, Arme und alles andere einzeln kostümieren, ja, also so wie in Assassin's Creed Unity halt. Und dann natürlich auch noch die Farben. Ja, der dritte Punkt ist Fortbewegungsmittel. Und da wünsche ich mir halt Pferde, Kutschen oder da es halt in Ägypten spielt, halt auch Kamele. Und da es in Ägypten ja auch einen Fluss gibt, ja, einen kleineren, würde ich mir auch kleinere Boote wünschen, also, oder halt Boote, mit denen man sich einfach übers Wasser fortbewegen kann. Stelle ich mir auch richtig, richtig cool vor, dass man da halt nicht immer nur schwimmen muss, sondern auch mal fahren kann. Ist auch abwechslungsreich und macht die Open World nochmal ein bisschen besser. Apropos abwechslungsreich, kommen wir zu Punkt 4, und zwar abwechslungsreichere Story-Missionen. Da habe ich als Beispiel Assassin's Creed 2. Da gab es ja eine Mission, in der man eine Kutsche fahren musste. Das ging sonst immer nicht. Das ging halt nur in dieser Mission. Und dann natürlich auch noch Da Vincis Fluggerät. Ja, die Mission war auch unglaublich cool. Und das sind halt Missionen, die man gerne wiederholt. Und das finde ich bei einem Spiel sehr, sehr wichtig, dass die Missionen einem im Kopf bleiben und man die deshalb auch öfters mal spielen möchte. So, als fünften Punkt habe ich einen etwas unwichtigeren Punkt. Und zwar Leute plündern. Das ist deshalb unwichtig, weil es im Prinzip einfach nur spaßig ist und man kleine Mengen an Geld bekommt. Aber trotzdem finde ich, dass der hier reingehört, weil es, naja, irgendwie zu Assassin's Creed dazugehört, dass man einfach Leute auf der Straße ausrauben kann. Ja, ich finde, das gehört halt irgendwie dazu und muss deshalb auch in diese Liste. So, das waren jetzt die ersten 5 Punkte, die mir so eingefallen sind. Natürlich habe ich da noch viel, viel mehr aufgeschrieben und deshalb würde ich da auch gerne eine kleine Serie daraus machen. Lass da ruhig Resonanz da, also eine positive Bewertung und einen Kommentar, wenn es euch passt. Genau, und im nächsten Part geht es dann halt weiter. Ich überlege noch, ob ich vielleicht auch Punkte nehme, die ich nicht sehen möchte. Da muss ich aber noch gucken. Somit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.